So, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Attila Total War mit den Hunnen. Ja, ich habe jetzt wieder eine kleine Pause gemacht. Wir sind aber immer noch in der zweiten Aufnahmesession. Heute nutze ich den Tag mal so richtig aus für das Let's Play. Ja, die Stimmung schwankt hoch, runter. Man weiß ja irgendwie nicht so richtig, wie es hier weitergeht. Aber ich würde sagen, an der Stelle schlagen wir erstmal die Schlacht gegen die Antena, die wir jetzt mal angegriffen haben. Das ist ja mal eine offensive Aktion seit langem. Wo wir jetzt mal wieder eine große Armee angreifen. Die müssen einfach weg, ne? Dann sind die nämlich auch, sind wir nämlich auch los. Und dann haben wir hier im Umkreis, ich glaube noch zwei oder drei volle Armeen aktuell, die ja gerade aus dem Süden hochgeschwappt sind. So, der Feind hat in dieser Armee relativ viele slawische Herbandspeerkämpfer, leichte Speerinfanterie, ein paar Axtkämpfer und haufenweise Lenkler. Ja, wir haben diesmal hier sogar noch ein paar Speerträger mit dabei. Ich denke zwar nicht, dass wir die brauchen werden, aber kann ja nicht schaden. Ne? Unsere Hauptarmee, die ist hier mitunter auch ein bisschen angeschlagen. Ja, das Problem ist, in der Armee, wir haben ja halt kaum Nahkampfkavallerie, ne? Das könnte tatsächlich ein kleines Problem werden, vor allem wenn es darum geht, die feindlichen Fernkämpfer auszuschalten. Müssen wir mal schauen. Na, eine Einheit habe ich hier. Also in der Armee brauchen wir unbedingt noch mal ein paar Nahkampfkavallerieeinheiten. Aber ich hoffe natürlich trotzdem, dass es ausreicht hier, den Feind in seine Schranken zu weisen. Ich meine, wir haben ja auch noch einen Stammesführer, den wir im Notfall noch einsetzen können. Na, und die Nahkampfeinheiten gibt es ja auch noch. So, da ist der Feind. Ich würde sagen, wir packen erstmal hier die, wir bilden mal Dreiergrüppchen für den Anfang. Ah, ich mache hier mal automatisch diese Gruppen, das muss ich aber gar nicht. Ich muss die einfach nur sinnvoll aufstellen am Anfang. So, und die sind ziemlich angeschlagen hier, ne? Na komm, mach mal Vierergrüppchen, dann passt das vielleicht ein bisschen besser. So. Und dann nehmen wir die angeschlagenen Einheiten und machen daraus eine Gruppierung. So, dann können wir die nicht irgendwie aufschlagen. Okay, dann würde ich sagen, los geht's. Mal gucken, wo die Verstärkung dann herkommt. Es gibt ja keine Karte auf dem Schwierigkeitsgrad. Ah, von der Seite. So, und das sind unsere hundischen Speerträger. 50 Rüstung, wie gesagt, ziemlich gute Werte. Und hier bekommen wir auch nochmal ein bisschen Nahkampfkavallerie. Aber ob wir diese Einheiten, wie gesagt, wirklich brauchen werden, ist die Frage. So. Er hat ja eine einzige Einheit Kavallerie, ne? Die Söldnerplünderer der Steppe. Aber ansonsten dürfte das nicht so gefährlich werden. Ja, wir schießen erstmal auf die Plänkler, würde ich sagen. Am besten auch hier mit brennenden Geschossen. So, bitte auf die Kavallerie schießen. Diese Einheit Kavallerie, die muss raus. Wenn die raus ist, dann sollte das Ganze nicht mehr so schwer werden. Na komm, weg, weg, weg. Ja, sehr gut. Ja, das war's. Also die Kavallerie sind wir schon mal los. So, als nächstes sind die Plänkler dran. Müssen wir mit den Schleuderern ein bisschen aufpassen. Die haben eine relativ hohe Reichweite, solche Schleuderer. Ich hole mal meine Nahkampfkavallerie ran. Vielleicht kann ich mit diesen, sind ja trotzdem 60 Reiter zusammen, die eine oder andere Einheit fokussen. So, ihr reitet mal hier in die Richtung und ihr versucht euch einfach ein bisschen zu entfernen. Und die versuchen mal ein bisschen vor uns herzutreiben.
So, am besten wir zerstören erstmal die Sperrkämpfer. Sehr gut. Machen wir die Nahkämpfer hier ran. So, ihr kommt hier rüber. So, die dürfen nicht schießen. Wenn die Schleuderer schießen, dann wird's gefährlich. Ja, weg. Sehr schön. Dann würde ich sagen, wir reiten jetzt die nieder. Das sind ja alles Fernkämpfer hier. Ruf da. Die vier Einheiten sind jetzt auch isoliert. Sehr schön, das klappt doch hervorragend. Das klappt doch hervorragend. So. Ein bisschen schneller hier. Wir können mal hier schnell das Vorreiten aktivieren. Hier noch eine Einheit im Rücken. Wunderbar, sehr schön. Ja, es ist halt leicht, der Nahkampfkavallerie, wie gesagt, 19 Nahkampfangriff, 6 Schaden, da erwarte ich jetzt auch nicht so viel. Aber wir haben jetzt zum Glück hier diese zwei Einheiten dazwischen, die auch ein bisschen Schaden machen. Und so gelingt uns das ja hier auch ganz gut. Sehr schön, wieder eine Einheit in die Flucht geschlagen. Sehr schön. Sehr gut, da können wir jetzt auch einfach drüber wegreiten. Die Einheit wird nämlich gleich... Ja, weg. Wow, mit einem Mann. Also die wollte aber wirklich nicht fliehen, die Einheit, so. Da bitte mal in den Rücken schießen. Ah, hier sind noch diese Bogenschützen. Aber wir haben jetzt hier auch ein paar Salben abbekommen, wahrscheinlich von diesen Bogenschützen. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Aufpassen. Los, weg, weg, weg. Nur noch nicht zu unterschätzen, die Streitkraft. Wie gesagt, ich würde gerne meine Verluste minimieren, weil wir im Anschluss noch eigentlich eine Schlacht zu spielen haben. Haben wir noch Hammermunition und jetzt hat er auch gleich nur noch Nahkämpfer. Sehr gut. Das sieht doch hervorragend aus. So, perfekt. Die Bogenschützen haben wir auch überrannt. Ja, das Gute ist, die haben halt immer noch einen ganz passablen Sturmangriffsbonus, ne? Eine Einheit hat sämtliche verfügbare Munition verbraucht. Ah, die Munition geht jetzt langsam zur Neige. Da brauchen wir die Nahkämpfer dann doch nochmal, merke ich. So, wir sind jetzt ein paar Einheiten, die wanken. Da können wir ja mal chargen. Ah, sehr schön.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, das sind halt nicht die moralstärksten Einheiten jetzt hier. Ist eben nicht die Oberklasse, das ist keine schwere Einheit, das sind ja alles leichte Einheiten. Und deswegen gelingt das hier auch relativ einfach. So, der General ist auch noch da. Ich kann ja mal hier im Flankenmodus aktivieren, dann können die den einfach ein bisschen beschießen. Und dann würde ich sagen, wir setzen jetzt hier gleich zum entscheidenden Charge an. Ja, komm, wir chargen. Zwar noch eine Einheit mit Axtherbern hier, aber... Ja, das hätte er wissen sollen. Charge. So, wunderbar. Und da geht das auch mit sehr leichter Bogeninfanterie. Fleet. Na komm, Fleet. Macht doch keinen Sinn, hier zu kämpfen. Ja, sehr schön, das war's. Nur noch der General übrig. Und die dürfte auch jeden Moment fliehen. Sehr schön. Komm, flieh endlich. 100 Mann sind es noch, die kann ich nicht einfach chargen hier. Obwohl, wenn ich von allen Seiten charge, vielleicht klappt das. Vielleicht nicht. Ah, jetzt perfekt. Wunderbar, den verfolgen wir natürlich noch. So, der General ist immer noch nicht tot, ne? Ah, da ist er, glaube ich. Das ist, glaube ich, der General sogar, ne? Und tot. Perfekt. Wichtige Schlacht gewonnen. Ja, 260 Verluste. So, perfekt. Da bleibt nichts von übrig. Wunderbar, endlich die Armee ist weg. Die hat uns ja auch lange genug verfolgt. So, 14% Verstärkung, die nehmen wir auf alle Fälle. Die kann ich nämlich gut gebrauchen. So, und jetzt stehen wir natürlich vor der Frage, was machen wir jetzt? Wir haben noch Ne, wir haben keine Reichweite mehr, um die Stadt Ra hier wieder zu erobern, ne? Oh ne, das liegt, glaube ich, daran, dass diese Armee hier noch steht. Die blockiert uns, ne? Ja. Ja, die blockiert uns. Also wir können auf alle Fälle hier die Stadt zurückerobern. Die Frage ist natürlich trotzdem, erreicht er mich mit dieser Streitmacht hier? Schafft er es oder schafft er es nicht? Ich denke nicht. Ich denke tatsächlich nicht. So, jetzt möchte ich auf jeden Fall erstmal noch die Spione entsprechend bewegen. Also, der bleibt erstmal hier. Wir wissen ja, dass hier noch eine Armee ist. So, dann darf der mal kurz nochmal hier schauen. Sicher, sicher. Ja, da ist nichts. Gut. Okay, das ist doch schon mal vielversprechend. Also, ich sehe aktuell jetzt noch... Ja... Diese Armee aus Armenien, eine Armee, mit der wir gut klarkommen werden, weil sie nur aus Speerträgern besteht und hier im Norden, wie gesagt, die ist sehr durchwachsen, aber auch mit so einer Armee sind wir schon mal klargekommen. Ich würde sagen, wir greifen jetzt wieder Aranisch an und hoffentlich können wir die hier auch so weit zurückschlagen. Und ebenso hoffentlich, na gut, die Sache ist halt die, ne, wenn wir jetzt hier die Stadt erobern und die wieder unterwerfen können, dann ist die Armee ja sowieso egal. Also sollten wir so einfach riskieren. Genau. So. Und wir schaffen es bis zur Stadt. Das ist sehr wichtig.
Okay. Mit den anderen Horden sollten wir es aber schaffen. Ich möchte jetzt eigentlich ungern Söldner rekrutieren. Ich würde es auch ganz gerne automatisch machen. Ne? Das muss ja nun wirklich nicht sein. Dass wir die Schlacht jetzt hier noch spielen müssen. Ich glaube aber, es geht gar nicht anders. Ich denke, wir müssen uns hier noch ein paar Söldner dazu holen. Naja, ist ja halb so schlimm. Die kosten 189. Ich meine, ich kann die auch erstmal behalten. 189, die kosten jetzt nicht so viel mehr als die normalen Einheiten. Das sind 40 Goldstücke mehr. Behalten wir die halt erstmal. Aber ich kann mir das jetzt hier nicht erlauben, abzuwarten. So, reicht das jetzt? Ja, das reicht perfekt. Sehr schön. Ja gut, wir haben 500 Mann trotz all dem verloren, das ist viel. Aber wir können die Fraktion unterwerfen, das ist das Entscheidende. So, und Aranisch ist wieder unser Tributstaat. So, ich kann auch mit beiden Horden direkt in die Lagerstellung gehen. Also das hat jetzt ja großartig geklappt. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Die Armee oder die Horde ist nicht bedroht. Ja, hier auch nicht. Mal gucken, was ich dann hier mache. Aber das ist fantastisch. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Das ist ja eine Stadt von Aserbaidschan hier, ne? Ich bin nämlich überlegen, Aserbaidschan hat ja, glaube ich, 3 Siedlungen aktuell, ne? Ne, 4. Ja, die kontrollieren schon noch ein bisschen mehr als gewollt. Ja, ich orientiere mich ja immer danach, welche Fraktion kann ich unterwerfen? Welche Fraktion besteht nur noch aus einer Stadt? Oder welche Fraktion ist, sage ich mal, annähernd in dem Bereich, dass ich vielleicht 1 oder 2 Provinzen hält? Und die kann man ja dann auch unterwerfen. So, also hier Abchasien belagert immer noch Kariskos. Genauso aussichtslos wie bisher auch. Das werden sie nämlich nicht schaffen, weil die haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Garnisonseinheiten. Dazu noch 2 Onaga-Basteien und sie sind in der Verteidigung. Und ja, das wird ihr entsprechend nichts. Die Slawinier hier halten sehr erfolgreich ihre Stadt. Die werden sie sicherlich in den nächsten 2 Runden noch aufbauen. Und dadurch werden auch meine zusätzlichen Einnahmen wieder ordentlich ansteigen. Und Athen, ich weiß auch gerade nicht, was mit meiner Stimme los ist. Athen hält auch eine Stadt. Das ist ja schon seit etlichen Runden so. Ich bin deswegen immer noch überlegen, ob ich Athen angreifen soll. Ne? Ich meine, wir müssen uns ja jetzt nicht die ganze Zeit hier im Osten aufhalten. Haben wir hier sowieso genug Feinde. Und ich meine, so weit weg ist es ja dann auch nicht. Ne? Das sind hier bis zur Stadt sind es... Nein, 3, 4 Runden sind wir da und da können wir sogar zwischendurch noch in die Lagerstellung gehen. Das sollten wir auf alle Fälle angehen. Wir müssen nur ein bisschen schauen, dass unterwegs nicht Streitkräfte der Lugia auftauchen. Die sind ja mittlerweile auch hier im Süden sehr präsent. Ja, die Beziehung mit den Slawinern haben sich wieder weiter verschlechtert. Naja, es sind ja erstmal so mehr oder weniger... Ja, ich habe gar keine Wahl. Ich muss diese Tributstaaten halten, solange es geht. Den Tribut einnehmen, solange es möglich ist. Ich meine, das sind ja hier auch wieder aktuell 900 Goldstücke, auf die ich wirklich angewiesen bin. Also ohne diese Goldstücke wüsste ich gar nicht, wie es gerade aussehen sollte. Wie es handeln sollte. Weil dann würden wir 400 Goldstücke pro Runde bekommen. Und da wären unsere Schatzkammern aber sowas von schnell voll. Leer. Ja. So, was können wir hier bauen? Ja, das Gebäude ist sinnlos hier. Die Jurten der Ältesten finde ich beides sowas von sinnlose Gebäude. Das braucht kein Mensch.
So, hier gibt es erstmal noch eine Verbesserung. Oh, die Kräuterungen enthalten mittlerweile sogar Sirmium. Respektabel, eine einstmals römische Großstadt. Tja, Friedensverträge. Seid willkommen. Nein. Na gut. Ist die Frage, ob die Sultaniden mir einen Frieden anbieten? Stellt meine Ganz bestimmt Geduld nicht. Dafür sind wir zu schwach. Götter des die Rugia, das mache ich ja bewusst nicht. Partien? Nein. Die Oströmer auch mittlerweile freundliche oder fast freundliche Beziehungen mit dem Oströmischen Reich. Nobaden. Freundliche Beziehungen mit den Nobaden. Seid gegrüßt, wohl oder übel. Oh, die haben sich mittlerweile auch von den Oströmern losgesagt. Interessant. Komischerweise. Wollen die auch keinen Frieden? Ich meine, die haben so viele Feinde, das ist so eine kleine, unwichtige, bedeutungslose Fraktion. Die Lugia. Gut, Lasika geht nicht. Illyrien. Illyrien ist mit den Oströmern verbündet. Mein Volk, es bringt mir nichts. Armenien, Aria, das wird alles nicht gehen. Antheen? Ich bin sie. Nein. Phasien? Mit der Zeit fangen zwei Nein. Dinge. Okay. Also, da sind wir weit, weit entfernt von einem Friedensvertrag. Aber in vier Runden haben wir ja, wie gesagt, die Kriegsausbeutung. Darauf freue ich mich schon. Dann haben wir endlich mal vernünftige Infanterie. So, hier sind wir bald unten angekommen. An der Spitze. Wunderbar. Also, nächstes Ziel steht fest. Wir werden jetzt hier nach Athen ziehen, also nach Arheima. Und dann die Athener erneut unterwerfen. Hatten wir schon mal das Ganze. Und ich hoffe, dass in der Zukunft es, wenn dann so ist, dass sich die Tributstaaten nach und nach abspalten. Und ich werde auf alle Fälle nicht einmal den Beistand erbitten. Ich weiß ja sofort, was passiert. Sobald ich das mache, springen die mir alle wieder ab. Und dann bauen wir uns hier am besten so einen Zusammenhalt aus 4, 5 Tributstaaten auf, wo vielleicht alle 10 Runden wieder einer abspringt. Aber dadurch profitiere ich natürlich trotzdem, ne? Weil meine Horden sich nach und nach aufbauen. Das heißt, die Infrastruktur in den Horden verbessert sich deutlich. Ich kann nebenbei, wenn alles gut läuft, auch noch ein bisschen Gold farmen und Tributeinnahmen steigen. Das hatten wir ja auch schon mal auf einem ziemlich hohen Niveau. Ich könnte ihm jetzt auch die Steuern erhöhen, das wäre auch eine Option, ne? Ich meine, Integrität haben wir bestimmt überall. Ja, Integrität haben wir überall genug. Änderung pro Runde immer noch plus 10 in dem Fall. Also Integrität haben wir haufenweise, ne? Da brauchen wir uns gar keine Gedanken machen. Ist die Frage, ob das Hordenwachstum so entscheidend ist, wenn das jetzt 4 Punkte nach unten geht. Ich meine, das wächst ja nach wie vor immer noch immens, ne? Gut, hier sind wir nicht noch im Hordenmodus, das zählt nicht. Wir sammeln, wenn wir normal in dieser Formation sind, also in dieser Lagerformation, bekommen wir Wachstum. In Höhe von. Ich bin gerade, glaube ich, ein bisschen blind.
Was ist es hier? Also wir haben jetzt hier Gebäude und Nahrung durch Prima plus 8, Technologien plus 2 und aktuelle Stellung plus 19. Benötigtes Wachstum für Bevölkerungsüberschuss 50. Genau. Genau. Also wir bekommen 25 pro Runde. Das heißt, also wir würden normalerweise 30 bekommen und durch die, naja, 29, wenn man so will. Wir würden normalerweise 29 Wachstum pro Runde bekommen. Das ist immer ein bisschen verwirrend hier mit den ganzen Faktoren. Bei Wachstum nächste Runde ist das, was wir nächste Runde an Wachstum haben. Das maximale Wachstum, was es gibt, ist 50, deswegen steht hier 63. Das heißt, wir starten aber eigentlich bei 13, bei 50 ja schon wieder ein neuer Überschuss ist. 25 ist dann die tatsächliche Quote, die wir insgesamt zu gewinnen haben. Und gesamtes Wachstum, was ist das für ein Wert? Keine Ahnung, was das ist. Aber wichtig ist ja die 25. Also wir bekommen 25 pro Runde und durch die Steuerverschiebung sind das jetzt nur noch, wie gesagt, 25 statt 29. Das sind ja auch nur 4 Punkte, ne? Das ist ein bisschen ärgerlich, weil man ja eigentlich 2 Wachstumspunkte bekommt, wenn man quasi 25 Wachstum pro Runde hätte, ne? Nee, Moment mal, das geht sich ja genau auf. Jetzt habe ich mich berechnet. Wenn wir 25 Wachstum pro Runde bekommen und wir 50 Wachstum brauchen für einen Überschusspunkt, dann ist es ja so, dass wir exakt in 2 Runden einen Überschusspunkt sammeln. Das ist natürlich in der Horde jetzt hier besonders, weil wir haben hier sehr viele Gebäude errichtet in der Horde. Das wird in den kleineren Horden natürlich ein bisschen anders sein. Ich halte es aber trotzdem tatsächlich für ganz sinnvoll, die Steuern mal zu erhöhen, dass wir 2500 pro Runde bekommen. Dann kann ich nämlich auch deutlich mehr Truppen ausheben und immer noch parallel mein Einkommen mehren. Genauso machen wir es. Ja, das ist schön, dass das hier mit Aranisch jetzt funktioniert hat. Wunderbar. Hoffentlich fallen die mir nicht gleich wieder in den Rücken. So, die packen wir mal zusammen. Und dann rekrutiere ich in dieser Armee gleich mal ein paar neue Bogenschützen. Wir können sogar 4 Stück rekrutieren in der Horde. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Warum können wir jetzt hier 4 Einheiten rekrutieren? Das muss in einem Gebäude liegen. Ja. Lager der Fußsoldaten. Dadurch haben wir eine Rekrutierungskapazität von plus 2. Ja, wunderbar. Wunderbar. Dann würde ich sagen, wir gehen in die nächste Runde und lassen uns überraschen, was passiert. Stehen ja keine feindlichen Armeen in unserer Reichweite. Gut, die Antenna kommen mit einer weiteren Armee. Das dürfen sie auch. Wenn ich die Agenten nicht alle hier im Norden bräuchte, würde ich auch gerne mal einen Richtung Weströmisches Reich oder Oströmisches Reich schicken. Das ist ja auch immer interessant, was dort an den Fronten passiert, aber ich brauche die nun mal alle. Und ja, von daher kann ich die nicht entbehren, die Agenten. So, die Ruja haben die slawischen Rebellen zurückgeschlagen. So, die Aphrigiden ziehen Richtung Süden. Die sind also jetzt auch in unserer Reichweite. Da müssen wir uns jetzt wieder rausbewegen. Und an dieser Stelle möchte ich mich auch recht herzlich von euch verabschieden. Ich denke, das ist ein Punkt, wo wir heute am Ende der heutigen Session ja, zufrieden sein können von dem, was wir geschafft haben. Ich meine, es sah ja zwischendurch sehr, 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 sehr gut aus mit den, ich glaube, 4 oder 5 Tributstaaten, die wir zwischendurch hatten. Wir hatten ja noch die Veneta, wir hatten noch die
Die Antenna und die Kräutungen und auch die Gepiden, also das sah ja zwischendurch wirklich fantastisch aus. Ja, mittlerweile sind wir wieder auf einem ganz guten Weg, wie ich finde. Klar, die Beziehungen mit unseren Tributstaaten sind Katastrophe. Unsere Beziehungen mit der Welt sind eine Katastrophe, aber ja, unsere Truppen stehen sicher. Wir haben ein regelmäßiges Einkommen pro Runde und unsere Horden gedeihen nach und nach. Man sieht es ja hier. Überall geht's bergauf. Und hätte ich nicht gedacht, dass ich das Ganze hier wieder so aufwärts bekomme, den Trend. Ja, wie gesagt, der Verlust der einen Horde, der tut natürlich wirklich weh. Und der hat mir auch bewusst gemacht, wie entscheidend dann doch die Bewegungen auch auf der Karte sind mit den Truppen. Dieses genaue Abschätzen, wie bewegt sich der Feind. Die Agenten spielen für mich jetzt hier eine riesige Rolle, weil ich eben ja sehr darauf angewiesen bin zu sehen, wo bewegen sich feindliche Armeen. Welche Reichweite haben diese Armeen? Welche Truppen sind dort stationiert? Und auch das Beobachten der Aktionen unserer Verbündeten, das ist überaus entscheidend. Nur. Und von daher denke ich mal, sind wir hier wirklich in einer guten Position gelandet mittlerweile. Wir haben viele Armeen zurückgeschlagen, wir gedeihen auch nach und nach. Und ja, bin sehr zufrieden. Bedanke mich hier für euer Interesse und bis zum nächsten Mal.